Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Heute schauen wir den Fachleuten der Elektrokünstler GmbH über die Schulter. Sie betreiben mit Hochdruck und sehr viel Erfahrung die Elektroinstallation bei der Koblenzer Großveranstaltung Rhein in Flammen. Eine exakte Vorbereitung ist bei einem solchen Großevent unabdingbar. Das Team der Elektrokünstler GmbH startet etwa einen Monat vor Veranstaltungsbeginn mit den Planungen. Die Feinplanung erfolgt dann etwa eine Woche vorher. Marco Kraus, der Juniorchef, weiß, worauf es ankommt. Denn schließlich ist in diesem Segment eine jahrelange Erfahrung vorweisbar. Elektrokünstler sieht sich als Dienstleistungsunternehmen mit einem variantenreichen Angebotsspektrum. Wir haben, sagen wir, fahren dreigleisig, das heißt die klassische Elektroinstallation mit dem gesamten Umfeld Serviceleistungen, dann, ich sag mal, Industriebauten. Das zweite Standbein sind die Veranstaltungen, ich sag mal, Open Air auf der grünen Wiese. Und seit 2,5 Jahren haben wir auch einen Schreinerbetrieb integriert. Die Vorbereitungen für das Event Rhein in Flammen laufen wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn auf Hochtouren. In großen Gitterboxen werden die Kabelstränge zum Firmenfuhrpark verfrachtet, geladen und gesichert. Hier sitzt jeder Handgriff. Das Künstlerteam ist eingespielt. Die Philosophie Just in Time greift hier perfekt. Übrigens wurde die Firma Künstler bereits 1956 gegründet. Seit 27 Jahren ist die Familie Kraus Eigentümer des Unternehmens. Mit einer Spezialisierung auf Großveranstaltungen wie Rhein in Flammen am kommenden Samstag oder die Nature One am vergangenen Wochenende hat sich das Familienunternehmen auch überregional einen Namen gemacht. Dazu gehört natürlich auch das entsprechende Equipment. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben von den Verteilern, so wie Sie jetzt hinter uns hier sehen, rund 400 Stück. Das hier ist so das Kleinste, was wir da zu bieten haben. Das geht hin bis zum Schrank, der so 2 Meter hoch, 2 Meter breit ist und auch jede Menge Gummikabel. Da haben wir also etliche Kilometer sind das mittlerweile schon geworden und da haben wir uns doch schon drauf spezialisiert. Der Countdown läuft. Nur noch wenig Zeit bleibt, dann werden hier am Deutschen Eck in Koblenz Tausende von Menschen abfeiern. Und damit die Energie für die Groß-Event-Technik auch dahin gelangt, wo sie hingehört, ist die Kompetenz der Firma Künstler gefordert. Viele fleißige Hände packen zu, damit alle Kabelstränge optimal positioniert werden. Trepp auf, Trepp ab, am Deutschen Eck ist Geschäftigkeit zu vermelden. Und genau hier und jetzt macht sich auch die jahrelange Erfahrung bezahlt. Somit hat auch die Firma Elektrokünstler maßgeblichen Anteil am Gelingen der kommenden Veranstaltung rund ums Eck. Im Vorfeld des faszinierenden und spektakulären Höhenfeuerwerks am Samstagabend erwartet Sie hier in Koblenz ganztägig ein vielfältiges, familienfreundliches Kultur- und Unterhaltungsprogramm, was für jeden Geschmack etwas bereithält. Im Anschluss sehen Sie wie immer unsere HWK-News. Und wir hoffen natürlich, dass am Samstag bei Rhein in Flammen schöneres Wetter ist wie heute. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt HWK TV. Tschüss, Ihre Sandra Becker. Die Handwerkskammer Koblenz zeigt im Vorfeld auf die Bundesgartenschau 2011 die Ausstellung Unter freiem Himmel im Blumenhof in Koblenz. 27 Gestalter, Handwerker und Künstler aus ganz Deutschland sind mit Objekten, Skulpturen aus Metall, Holz, Stein, Keramik und Glas vertreten, die in der Museumsnacht in ein malerisches Licht getaucht werden. Informationen bekommen Sie per Telefon unter 0261 398 277 oder im Internet unter galerie@hwk-koblenz.de. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Elektrotechniker ab 7. Dezember 2007 Teilzeit in Koblenz und ab 28. April 2008 Vollzeit in Koblenz. Gerüstbauer ab 5. Oktober Teilzeit in Koblenz. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Elektrofachqualifikation für festgelegte Tätigkeiten ab 13. Oktober 10 Samstage in Koblenz. 3. Sachkundenachweis für den Anschluss elektrischer Anlagen an das Niederspannungsnetz ab 22. September 10 Samstage in Koblenz.
HWK Weiterbildung. Informationen per Telefon unter 0261 398 415. E-Mail bildung@hwk-koblenz.de. Alle Infos zur Ausbildung, freie Lehrstellen und Co. gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer. Telefon 0261 398 332, E-Mail aubira@hwk-koblenz.de oder im Internet unter www.hwk-koblenz.de.